Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich als erstes bedanken beim Antragsteller Johann Georg und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, dass wir die Möglichkeit haben, im Vorfeld der 21. Weltklimakonferenz hier im Landtag dieses wichtige Thema gemeinsam zu diskutieren und zu debattieren. Am 30.11. beginnt diese Weltklimakonferenz als auch als UN-Klimagipfel bezeichnet. Ich hoffe sehr, dass wir dort praktisch, ich sage jetzt mal auch unter dem Eingesenk der Tatsache, dass wir diesen schrecklichen Terroranschlag dort hatten, dass wir in Paris Bedingungen vorfinden, dass man diese Veranstaltung dort durchführen kann. Denn immerhin werden dort 40.000 bis 50.000 Gäste, Teilnehmer erwartet aus über 200 Ländern. Wir werden dort in Paris einen Weltklimavertrag zu verhandeln haben, der in den letzten Monaten, um nicht zu sagen in den letzten Jahren, vorbereitet wurde. Zwei, drei Ereignisse möchte ich nennen, die sehr wichtig sind im Vorfeld. Zum einen die gemeinsame Erklärung von USA und China vom Frühjahr 2014, wo beide Länder mit großem Anteil an CO2-Emissionen vereinbart haben, einen wichtigen Beitrag zu leisten zu einem besseren Klimaschutz. Es ist sehr wichtig, dass China hier mit ins Boot geholt wurde. Zum Zweiten, der G7-Gipfel in Elmau hat Vereinbarungen getroffen und auch der am letzten Wochenende stattfindende G2-Gipfel in Antalya hat beschlossen, in dem Falle die 19 Schwellenländer und die Europäische Union, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Aktivitäten sind auch zwingend notwendig, weil es einen extremen Handlungsdruck gibt. Meine Vorredner haben schon darauf hingewiesen, der Klimawandel, wir stecken mittendrin, ständige Zunahme von Wetterextremen, zum einen Überschwemmungen, Überflutungen, andererseits Wassermangel, Dürren und damit verbundenen Missernten und den entsprechenden Hungerfolgen. Das Jahr 2015 wird das wärmste Jahr sein seit dem Beginn der regelmäßigen globalen Temperaturaufzeichnungen. Und die CO2-Emissionen weltweit nehmen eben leider nicht ab, sie nehmen weiter zu. Und die Vorredner haben darauf hingewiesen, wenn das 2-Grad-Ziel nicht eingehalten wird, wird es nicht nur das Anheizen der Erdatmosphäre geben, sondern es wird auch den Welthunger anheizen. Denn besonders die armen Regionen in Afrika, Lateinamerika, Asien, Inselstaaten, vor allen Dingen im Pazifik, fürchten um ihre Existenz bzw. sind von extremem Hunger bedroht. Daraus wird sich zukünftig ergeben, wenn man nicht entsprechend gegensteuert, dass wir zukünftig auch, aber nicht nur von Wirtschaftsflüchtlingen sprechen werden, sondern von Klimaflüchtlingen. Fachleute, Experten gehen davon aus, dass wir dann zukünftig nicht mehr über 2, 10 oder 20 Millionen Menschen sprechen, die auf der Flucht sind, sondern von einer 500 Millionen Menschen und mehr. Insofern gehört Klimaschutz und Armutsbekämpfung zusammen und ist auch nur als Einheit zu betrachten. Insofern eine Riesenherausforderung für auch die Akteure, die dann in Paris miteinander verhandeln und hoffentlich auch zu positiven Entscheidungen kommen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was kann und was muss man von Paris erwarten? Es sind im Wesentlichen 5 Punkte. Zum Ersten muss das Hauptziel sein, die Begrenzung auf 2 Grad als verbindliches Ziel auch festzulegen und damit den Anstieg der Weltmitteltemperatur zu begrenzen. Zweitens, die Reduzierung von Treibhausgasen von 40 bis 70% bis 2050 im Vergleich zu 2010. Und das wäre neu im Gegensatz zu den bisherigen Klimaschutzvereinbarungen, wird, dass alle Staaten der Welt sich verpflichten, auf ein Minderungsziel der Treibhausemissionen, die also wie gesagt in diesem Korridor von 40 bis 50% liegt, an die sogenannte Minderungsverpflichtung. Drittens, diese globale Minderungsverpflichtung muss untersetzt werden mit der verbindlichen Klimaschutzplänen aller Staaten der Welt. Bisher aktueller Stand, letzte Woche Informationen, die wir in Brüssel dort erhalten konnten, haben 158 Staaten Klimaschutzpläne für sich national festgelegt.
Damit sind immerhin 92% der CO2-Emissionen weltweit praktisch erfasst. Allerdings, das reicht noch nicht aus, um das 2-Grad-Ziel zu sichern, sondern meine Vorredner haben darauf hingewiesen, das wären erst 2,7%. Also gibt es hier weiteren Handlungsbedarf, um diese Differenz hoffentlich dann auch durch verbindliche nationale Klimaschutzpläne dann auch zu schließen. Ich bedauere es sehr, oder es insgesamt zu bedauern, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten geben wird, einen Klimavertrag abzuschließen, der dann auch für die USA verbindlich ist. Das ist aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse in den USA möglicherweise nicht möglich. Insofern muss man diesen Weg der Selbstverpflichtung gehen. Aber, und da bin ich bei einem vierten wichtigen Punkt, wenn es denn schon so ist, dass wir über den Weg der nationalen Selbstverpflichtung gehen, muss Paris ein robustes Berichts- und Überprüfungsverfahren festlegen, in dem klargestellt wird, dass alle 5 Jahre in einem Überprüfungszyklus die nationalen Selbstverpflichtungen überprüft werden und gegebenenfalls entsprechend durch neue vertragliche Vereinbarungen wieder angepasst werden. Und fünftens, und ich glaube, das wird der Knackpunkt sein in Paris, es geht natürlich auch um die Frage, wie unterstützen wir die Entwicklungsländer und die Schwellenländer, die nachweislich große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, um diese Ziele zu erreichen. Und da geht es auch um die Stärkung der Anpassungsfähigkeit an den Folgen des Klimawandels, aber vor allen Dingen auch, es geht um Geld, es geht um Hilfe für den schnellstmöglichen Umbau der Energiesysteme für die Energiewende. Insofern gibt es die Verpflichtung in Paris, durch die reichen Länder den armen Ländern zu helfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, vor der Klimakonferenz ist nach der Klimakonferenz, was will ich damit sagen? Man muss jetzt schon darüber reden, wie geht es nach Paris weiter? Und dabei, glaube ich, ist allen klar geworden, es wird nur möglich sein, dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, wenn wir schnellstmöglich aus den fossilen Energieträgern aussteigen. Ich glaube, das ist die zentrale Herausforderung, gleichzeitig Energieeffizienz zu verbessern und Energie einzusparen. Forscher haben entsprechend nachgewiesen, dass wir dieses 2-Grad-Ziel nur erreichen können, wenn, und das sind wirklich wissenschaftlich untersetzte auch Zahlen, die überprüfen sind, wir erreichen das 2-Grad-Mindestziel nur, wenn 88% der gesicherten Kohlereserven, 1/3 des Erdöls und die Hälfte des Erdgases im Boden bleiben. Das ist die entscheidende Herausforderung und das kann man nur lösen durch den schnellstmöglichen Wechsel von den Fossilen zu den Erneuerbaren und dem Vorantreiben einer weltweiten Energiewende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir darüber hinaus brauchen, um Erfolg zu haben, es ist nach meiner Meinung eine Koalition der Vorreiter. Eine Koalition der Vorreiter. Was meine ich damit? Es geht um eine Koalition der Vorreiter weltweit, global für Energiewende und Klimaschutz. Da sind zum einen die Staaten gefordert, die am weitesten sind in ihrer Entwicklung des Klimaschutzes und der Energiewende. Natürlich auch Deutschland zugegebenermaßen in einer hohen Verantwortung und Vorreiterrolle. Andere Staaten gehören mit dazu. Aber es geht auch um Städte, es geht um Regionen und es geht vor allen Dingen um die Wirtschaft, es geht um Unternehmen, insbesondere um Großunternehmen. Beispielhaft möchte ich hier hervorheben, das Wirken der Rockefeller Stiftung, die zusammen mit anderen Großunternehmen weltweit sich darauf verständigt haben, 3,5 Billionen Dollar aus dem Erdöl- und Erdgasgeschäft zu ziehen, um damit nicht nur ein Signal zu setzen, sondern auch den wirtschaftlichen Druck zu erhöhen, um schnellstmöglich aus den fossilen Energieträgern auszusteigen. Eine sehr beispielhafte Initiative und bezeichneterweise von der Rockefeller Stiftung, die ja bekannterweise von der Entwicklung her groß geworden sind durch den erfolgreichen und die erfolgreiche Vermarktung von Erdöl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was bedeutet dieses für Mecklenburg-Vorpommern? Global denken, lokal handeln, wo stehen wir? Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern zugegebenermaßen einen vergleichsweise geringen Anteil an CO2-Emissionen, aber auch immerhin 10 Millionen Tonnen. Über 10 Millionen Tonnen seit 1990 konstant. Wir haben ca. 3 bis 4 Millionen Tonnen einsparen können, schon durch die Entwicklung der Erneuerbaren. Immerhin 10 Millionen Tonnen und damit über 8
Tonnen pro Kopf Einwohner hier in Mecklenburg-Vorpommern nach meiner Meinung auch immer noch viel zu viel. Hinzu kommt, dass von diesen 10 Millionen Tonnen alleine über 3 Millionen Tonnen, also über ein Drittel, durch das Steinkohlekraftwerk in Rostock emittiert wird. Insofern ist die Herausforderung bezogen auf die anderen zwei Drittel natürlich entsprechend hoch. Wir machen schon sehr viel hier im Land. Auch, ich kann dem durchaus folgen, die positive Erwähnung der Aktivitäten noch auch vom Minister Seidel mit dem Aufleben des ersten Aktionsplans Klimaschutz. Aktuell geht es ja um die Fortschreibung des Aktionsplans Klimaschutz Anfang des nächsten Jahres. Mit Effizienzmaßnahmen treiben wir den Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Aber wir wollen, und das möchte ich an der Stelle auch erwähnen, besonders loben und besonders voll unterstützen die lokalen Aktivitäten. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bedanken bei den Akteuren vor Ort, die mit Klimaschutzkonzepten wie zum Beispiel in Rostock, in Greifswald, vorbildlich in Stralsund, aber natürlich auch bei mir zu Hause in Wahn, in Ludwigslust und anderswo, wie praktisch Klimaschutz vor Ort gelebt wird und aktiv vorangetrieben wird. Und ich bin der Meinung, dieses muss nicht nur gelobt werden, sondern auch dir gehört auch zukünftig ist unsere weitere Unterstützung natürlich notwendig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel in dieser Massivität erfährt. Und, meine Damen und Herren, wir sind gleichzeitig die letzte Generation, die den Klimawandel begrenzen kann. Wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel begrenzen kann. Das muss uns bewusst sein. Und wenn es nicht uns gelingt, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu verringern, dann werden kommende Generationen kaum oder gar nicht mehr auf den Klimawandel einwirken können. Insofern, meine Damen und Herren, liegt es also in unserer Verantwortung, den kommenden Generationen eine Erde zu hinterlassen, auf der man nach menschlichen Maßstäben überhaupt noch leben kann. Das ist unsere moralische Pflicht gegenüber denen, die nach uns kommen, den nach uns folgenden Generationen. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.